Der Flavilla-Preis von diesem Jahr geht an das Ortsmuseum Lindengut. Das Ortsmuseum hat viel von der Flavilla-Geschichte gesammelt, dokumentiert und ausgestellt. Die grosse Arbeit, die drin steckt, zahlt sich jetzt aber aus. Die Freude über den Flavilla-Preis ist im Team riesig. Ja, sicher sind wir überrascht gewesen. Ich meine, Flavil tut ja eigentlich freiwilliges Arbeiten auszeichnen mit dem. Wir vom Verein Ortsmuseum, wir sind Freiwillige. Und in dem Sinne ist es schön, wenn die Gemeinde die Arbeit, die hier von vielen Leuten geleistet wird, auch anerkannt wird. Diese Arbeit ist auch für jeden zugänglich. Wie im Zimmer des Grossi fühlt man sich, wenn man die vielen Antiquitäten sieht. Und bei jedem Stück steckt auch eine Geschichte dahinter. Das Ortsmuseum Flavil hat den Auftrag, die Geschichte von Flavil zu dokumentieren. Die Geschichte auch vom Leben der Bevölkerung. Einerseits der Ursprung des Dorfes, die Entwicklung und die Entwicklung der Industrie, wie die Industrie gekommen ist, wie die Eisenbahn gekommen ist, wie die Vereine entstanden sind. Und eben auch zu zeigen, wie die Leute gewohnt und gelebt haben, zum Teil wo sie gewohnt haben. Das ist unser Auftrag. Und das ist das, was ein Besuch im Museum spannend machen kann. Mit diesem Preis schenkt man am Museum nicht nur die finanziellen Mittel, sondern auch die Anerkennung, die es braucht, um auch in Zukunft die Geschichte von Flavil aufzuzeigen.